Die Pelton-Turbine ist die logische Weiterentwicklung alter Wasserräder. Wasserräder aus Holz werden mit Hilfe von fließendem Wasser in Bewegung versetzt und existieren bereits seit dem 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Solche Wasserräder waren zum Beispiel oft Bestandteil von Wassermühlen, die mit dem sogenannten Mahlgang das Getreide zerkleinerten und so Mehl produzierten. Die Rotationsbewegung des Wasserrades wurde über ein Zahnradgetriebe an den Mühlstein des Mahlgangs weitergegeben. In die Öffnung, die als Steinauge bezeichnet wird, wurde dann das Getreide eingefüllt und schließlich durch die Rotation des Mühlsteins auf dem Bodenstein zu Mehl gemahlen. Heute hat die Pelton-Turbine das alte Wasserrad ersetzt. Die ausgefeilte Konstruktion der Pelton-Turbine garantiert einen weitaus höheren Wirkungsgrad als alte Wasserräder. Die Rotationsbewegung der Turbine wird gemeinhin an einen Generator weitergegeben, der dann elektrische Energie erzeugt. Die Pelton-Turbine besitzt Schaufelblätter, die sich in zwei Halbschaufeln aufteilen. In aller Regel werden diese Schaufelblätter in einem Stück gegossen, um Schäden, wie zum Beispiel Ermüdungsbrüche, zu vermeiden. In der Mitte befindet sich die Mittelschneide, die den Wasserstrahl aufteilen soll. Sobald der Wasserstrahl auf die Mittelschneide trifft, wird diese aufgeteilt. Die Wasserstrahlen werden dann um fast 180 Grad abgelenkt. So kann die Energie des Wassers fast vollständig an die Schaufel und damit an die Turbine abgegeben werden. Der Wasserstrahl kann mit mehr als 600 km/h aus der Düse ausgestoßen werden und somit die Pelton-Turbine sehr schnell drehen lassen. Bis zu 3000 Turbinenumdrehungen pro Minute sind möglich. Pelton-Turbinen werden auch häufiger mit vertikaler Welle positioniert. So können mehrere Düsen installiert und die Geschwindigkeit der Turbine erhöht werden.